Gamers, was läuft? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so schnell wieder ein Video mache. Nachdem ich gestern, vorgestern eins gemacht habe. Weil, ich bin heute beim Laden gewesen, mal wieder, Kollege besuchen. Und ich denke, jo, gehen wir mal. Und ich meine, why the fuck not? Und, es sollte eigentlich erst morgen rauskommen. Deswegen habe ich wahrscheinlich hohe Glück gehabt. Weil, die hat es gerade zum Kaufen. VMAX, Flareon, Vaporeon und wie heißt der andere Mal? Jolteon. Die habe ich gewartet bis zum geht nicht mehr und ich habe es jetzt nicht erwartet, dass sie erstens, dass ich sie überhaupt bekomme. Die sind fucking begehrt. Leute sind schon darüber am Reden gewesen, bis zum geht nicht mehr und dass ich sie bekommen habe, muss schon etwas heißen. Alter. Ganz ehrlich, das Teil ist 60 das Stück gewesen, alle 380. Aber ich sage euch jetzt schon, die zwei Karten vorne haben schon den wahren Wert von dem Set schon fertig gemacht. Das länger schon. Die zwei sind schon 60 Stutz wert. Alles, was ich andere bekomme von den Booster, ist ein Bonus. Wirklich. Da kann ich nicht. Das ist einfach so. Also, fangen wir mal an. Ich mache mal alle auf und dann zeige ich euch. Also, ich fange mit dem ersten an. Okay, Moment, Boss. Das ist der Pin, den du bekommst. Jedes Set hat einen eigenen. Das ist jetzt der Jolteon. Ich kann jetzt meine Fall mit dem Jolteon an, weil sein Design habe ich am wenigsten gern, muss ich gesagt sagen. Und, aber er ist auch cool. Von der Original Evolutions ist er meiner Meinung nach der schwächste. Ziemlich cool und wir machen als erstes die hier auf. Weil die Main Attraction von dem Set sind die Karten und nicht die Boosters, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir bekommen zwei von den neuesten, Fusion Strike, ein Evolving, ein alter Rebel Clash und Vivid Voltage. Fangen wir von ältest an, weil Rebel Clash glaube ich eher wenig, dass er etwas Gutes haben wird. Das ist kein gutes Set, Mann. Aber kein gutes Set. Ich nehme an, es ist kein gutes Set, weil immer wenn du schaust, die haben das da, wo sie. Was ist das? Ah, okay, so. Machen wir so. Und 1, 2, 3. Der vierte ist Energy. Jetzt sind wir weg. Ich habe es immer noch vergessen. Und schauen wir mal. Wir haben den Indede. Skylar. Full Art von ihr wäre super geil. Electrode. Magmar. Electrobus. Scovet. Snover, Natu, Farfetched, Galarian, Rune Regis, keine Ahnung, wie man das so spielt. Vivid, da ist, haben wir nochmal eine Chance für den Fat Gay Pikachu. Falls der überhaupt noch in der Karte ist, denen. Vielleicht ist er gar nicht mehr im Umlauf, haben sie komplett rausgenommen und gesagt, ja, fuck it, aber Blutbrüche dann nicht mehr ein. Das ist so, auch gleich. Umdrehen, 1, 2, 3. Weg mit der Energy, da kurz und fangen wir an. Wir haben der Vogel, der gerne Fisch to Deep Throat, Entschuldigung, Kakuma, Church Chester Bath, Pinnacle, Schöne Harte, Mudbray, Esel, Pucciana, Charmander, Classic, Chatsot, ja genau, Ruff, und zum Schluss Magearna. So, dann haben wir. Hitmonchan. Also so. Dann so. Noch ist nur die Packs, so, glaube ich. Und der Rest kann man eigentlich anfangen, so schauen. Wenn es irgendetwas gut ist, schauen wir. Wenn nicht gut ist, dann skippt man einfach. Aber ich würde eigentlich wirklich gerne einfach die neue Karte anschauen, die ich jetzt bekomme. Copycat. Hitmonchan. Das ist jetzt Dings. Evolving Skies, vielleicht haben wir Glück und rocken wir irgendeinen Full Art Evolution oder so. So Alt Art, weißt du? Gigalith. Haben wir leider nicht bekommen. Dann die zwei neuesten, Fusion Strike. Da ist, glaube ich, ein New, so die erste Karte. Ich weiß gar nicht, was es hier sonst noch für Karten gibt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal nicht bekommen. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe basically eigentlich gar nicht bekommen. Kann ich mich noch erinnern vom letzten Set. Also ich habe ja glaube ich nur ein Dings aufgemacht, so. Sonst nicht. Jesus Christ Karte. Chills mit den anderen Energies. Quick Ball. Erskuda. Copperajah. Panpour, einer von meinen absoluten Lieblings. Eevee. Shinx, auch sehr cute. Das ist Platinum. Also Perlin Dings, Shellman. Drillbur, das ist Black and White. Shroomish und ganz zum Schluss haben wir einen Electros. Nicht leider. Ja, wie schon gesagt, wir haben keine große Hoffnung über jeden Booster. Ich habe meistens Gefühl, wenn es kein Tin ist, habe ich kein Glück. Wenn es irgendetwas anderes ist, kann ich einfach sagen, ach komm, ich mach's einfach auf. Aber ich bezweifle eher wenig, dass mein Luck
mit deinem Spiel. Ich habe meistens Tinlock. Wenn ich Tins aufmache, habe ich Glück, habe ich meistens das Gefühl. Aber wenn ich so irgendetwas anderes aufmache, nein. Wirklich gar nicht. Das ist unnötig. Ich meine, man kann schon hoffen, aber da wäre halt geil zu dem Mew halt. Aber wir sehen es dann. Cook, Morgrem, Smeargle, sieht brutal aus. Quillfish, Tynamo, Galarian Meowth, Gossifleur, Croconaw und Genesect. IV haben wir gebraucht. Okay, nice. Okay, gut. Dann haben wir da die Bossiness-Karte. Da haben wir Jolteon, der brutal aussieht. Einer von den Vs, die du hast können bekommen. Und der V-Max von Jolteon. Der sieht insane aus, Alter. Das sind einfach Alt-Arts, die einfach garantiert sind. Du zahlst halt einen heftigen Batzen. Die sind ja nicht billig, 60 das Stück. Aber goddamn, sind die Karten nice, Alter. Nur für die zwei Gelegen lohnt sich eigentlich das kaufen, ganz ehrlich, Alter. Die sind insane, Alter, man. Die sind so gut, man, Alter. Und dann gibt's natürlich noch der Thick Boy, wo du dir schön in dem Ordner rein tun kannst, Alter. Der ist so, so geil, Alter. So geil, Alter. Also, das ist der Jolteon. Sieht wirklich nice aus. Machen wir weiter. So, da haben wir das nächste, der Flareon. Einer von den cuteren von diesen drei, muss ich ehrlich sagen. Der ist schön flauschig, Alter. Ich liebe den, Mann. Der ist richtig nice, Alter. Ultra schön gemacht, Alter. Die Pins sind richtig, richtig nice. Und genau das gleiche wie vorher. Wir fangen an von ältesten bis neuesten. Aber das Mal machen wir es anders. Wie schon gesagt, ich werde gerade zeigen, hinten dran, die Farbe von dem Ding, dass wir nicht an Hoffnungen haben und denken die ganze Zeit, oh, es könnte etwas gut sein. So, also. Wir drehen jetzt um und es ist weiss, es könnte in dem Fall doch noch etwas haben, aber ob es etwas Gutes haben wird, sehen wir dann. Also bei weiss schauen wir schon. Es ist schade, dass es der ist, aber ja, vielleicht ein Secret Rare von dem Set, wo ich keine Ahnung habe, wo vielleicht sehr viel wert ist. Ich habe keine Ahnung. Darakuma, Athena, Scyther, der sieht brutal aus. Das ist das Ding und zum Schluss haben wir, oh wow, Secret Rare Dragapult VMAX, okay, ja, wir müssen wirklich nicht so hype sein für das, ich bin ganz ehrlich, ich finde sie cool, die Rainbow Rares, aber es gibt so viel bessere Karten, muss ich ehrlich sagen, ich hätte jetzt eher einfach einen stinknormalen jetzt gerne gesehen, der ist vielleicht ein 10er wert, Alter. Wahrscheinlich nicht einmal, Alter. Wie schon gesagt, die anderen Karten sind weitaus mehr wert in dem Set und nicht die billige Scheissdrecker da. Dann haben wir dann. Da wäre ich gut gewesen, wäre es sicher für einen gewesen. Fat Pikachu mal, aber nicht der Schießtreck davor. Na egal. Vielleicht haben wir Glück und hätten wir beim anderen Set auch irgendetwas. Wir sehen es ja dann. Da haben wir jetzt nichts. Lohnt sich nicht durchgehen. Okay, und den Jolteon. Nice. Dann haben wir den Evolving, da werden sie auch mal schön Secret Rare haben. Nicht in einem anderen Scheiß. Jesus Christ. Ja, ich merke schon, es pisst mich an, dass ich dort, dass mein Lucky Diamond gegangen ist und nicht woanders. Ah, okay. Da könnte ich vielleicht einen VMAX haben oder einen V. Ich glaube, ich wenig, dass zweimal am gleichen Ort der, wie sagt man, der Donner einschlägt. Wir haben Ursaring. Wir haben die Crystal Cave. Der Toy Catcher, vielleicht Secret Rare Toy Catcher. Gibt's im Fall. Bagon, Bagon, Love Disc, hell yeah, Seedot, Slack, Auth, Bergamite und zum Schluss ein Umbreon V, nice, any note. Damn, der ist geil, der ist wirklich nice, bro, der ist gut, Alter. Ein Eevee haben wir bekommen, ein Evolution. Während wir die grossen Eevee-Sets aufmachen, voll geil, Alter. Der ist nice, der finde ich wirklich cool. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Dann haben wir noch die zwei Fusion Strikes. Bom, aufmachen. Ich nehme da, drehen wir gerade um. Ist es grün? Oh shit, ich weiß gar nicht, wie das ist, Alter. Das ist neu, das habe ich vergessen. Das ist aber eine Zerrisse dafür, Alter, dass es da nichts ist. Okay. Ja, schau dir einmal mal um. Ich weiß wirklich nicht, wie das ist mit dem. Ich glaube, wenn es so ist, das sieht aus wie die Weiße. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches als Crime Magic. Da tust du Shit rein und dann machst du Shit. Beste Beschreibung. Pancham, Galarian Dramaka, Indidi, Growlithe, die Fallings. Fallings ist einer von den neueren aus Sun Moon, der ist geil. Corviknight und ganz zum Schluss haben wir es. Ja, wie es aussieht, wenn es weiß sind, dann ist es etwas. Weil wenn's, das ist eben ein Dings. Glowing, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und dann haben wir noch der letzte, der Fusion. Ich
weg von dem. Dann können wir uns gerade reinziehen, wie der Flareon richtig aussieht. So, und... Oh, was ist jetzt das andere? Das ist schwarz und das hat eine weiße Umrandung. Der Hell, das heisst jetzt was genau? Also das, wenn es eine weiße Umrandung ist, ist es nichts oder was? Ja, wenn es eine weiße Umrandung ist, ist es nichts. Okay, gut. Das ist ein ganz neuer Dein, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Gut, also. Holen wir uns noch schön die Boys da und dann. Ach, da. Und. Da sind's Boys. Der Flareon, alle. Herbe cute, man, alle. Das sieht so nice aus, alle. Schön einfach den Kamin, macht ein schönes Feuer, alle. Das sieht so, so geil aus. Oh, man, die Altarts. Sind so schön. In Japan hast du die müssen wirklich droppen im Fall, alle. Und ich meine, ihr wisst ja, wie rare das ist, ein Altart bekommen, alle. Ja, ich sehe, alle. Und dann haben wir noch. Und dann haben wir natürlich noch. Der V-Max. Ey, das sieht so super aus, alle. Richtig, richtig geil, alle. Die in Japan kannst du im Fall nur gewinnen. Die kannst du nicht kaufen. Dort. Von den Original 3 haben sie legit die nicht rausgebracht. Das war insane, mal. Gott damn in Luck, dass ich sie gefunden habe im Laden heute. Das ist insane. Die gehen wahrscheinlich weg. Bis zum geht nicht mehr, alle. Ich bin so hyped, dass ich die haben kaufen konnte. Leck mir, bin ich froh. Und ich bin einfach happy, dass sie das auch rein tun. Wirklich so. Einfach. Wie mag einfach so die Big Ass Karten liebe ich alle, wenn sie das machen. Das ist so geil. Und ich bin froh, dass sie auch so einen Ordner rausgebracht haben alle. Der ist nice, alle. Also Jungs, ich packe den nochmal schnell ein. Und dann würden wir die DHT aufmachen. Der, wo ich wirklich finde, sieht insane aus alle. Einfach die normale Altar. Die VMAX, weiß ich leider nicht, wie sie aussieht. Aber damn, ich muss sagen, die VMAX sind ein bisschen ultra geil gewesen. Aber ich finde, Vaporeon hat den besten normalen. Wir sehen es gerade. Also. Dann ganz zum Schluss haben wir noch Vaporeon, alle. Ich finde es sehr nice das Design. Ich habe gerne alle Vaporeon. Und wie vorher machen wir natürlich erstmal die Karten. Ganz schön, Boys. So, und voilà. Wir fangen mit Rebel Clash an. Schauen wir mal, was ist da so. Ist da etwas schön zählt, ob das nicht fucking scheiße. Was ist das gewesen? Für das hässliche Pokémon? Keine Ahnung, das ist doch scheißegal. Da haben wir. Ja, really? Ja, ich habe auch genau oder. Ah, einfach ein Ice Cube. Gut. Aber ich habe einfach wirklich keinen Bock jetzt gehabt. Wenn da wieder etwas Gutes ist, weil dann mit anderen nicht. Fuck off, hätte ich gesagt. Okay. Okay. So. Ah, oh, nice. Da kommt etwas sein. Super. Schauen wir mal. Das ist ja wichtig. Da bin ich am Hoffen, dass etwas big kommt. Ein big gay Pikachu Karalis. Das Klaps. Miau. Nein, Mann. Wooper. Charmander. Taillow. Wubat. Slugma. Und. Ah, nur ein Duraludon. Schade. Okay. Blöd. Kannst du nicht machen. Dann haben wir noch. Der letzte Evolving Skies, das Set ist immer noch so begehrt, das ist insane, Alter, Jesus Christ. Wegen fucking Rayquaza und Umbreon, weil ich weiß, dass der Umbreon in dem Set ist und die Leute wollen da unbedingt. Ah, scheiße, leider nicht. Gay. Gay. Ich hätte gehofft noch etwas, aber wegen dem sind die so begehrt und wahrscheinlich meistens vergessen, um die zu bekommen. Dann haben wir noch Fusion Strike. Fusion Strike ist nicht so beliebt, muss ich ehrlich sagen. Das ist leider nicht so. Das ist sehr unter dem Radar gegangen, das Set leider. Das ist. Wie haben gesagt, das hat, gell? Ach, wahrscheinlich hat es das gesehen, ja. Ich habe gesagt, wenn es der Umriss weiß ist, hat es nicht. Wenn es schwarz ist, muss es haben. Wigglypuff, Phalanx, Simisear, Makuhita, Rookidee, Pansage, habe ich auch mega gerne, Pansage, Q-Fand, Gligar, Buckcatch und ganz am Schluss haben wir noch. Ja! Oh, sorry Jungs, falls das Loot war, Alter, aber holy fuck, ja, Mann! Oh, das ist der V-Max, das ist die seltenste Karte in dem Set, Alter, no way! Oh, bruh! Damn, Alter, Chucky, Mann, Alter. Ja, Mann, Alter.
Bro, man, nice, man, ich liebe es, wenn es rauskommt. Ich meine, das Set hat sich schon gezahlt mit der fucking Karte, aber jetzt, Vaporeon, ich liebe dich, Baby, man. Ich liebe dich. Und zum Schluss. Sorry, ich hoffe, dass ich wirklich zurückgekriegt habe, Alter. Gott damn, Alter, der Hype, den ich da gesehen habe, Alter. Oh, Mann. Und dann haben wir da auch noch irgendetwas, Alter. Jesus Christ, ne. Oh Mann, das ist jetzt super gsi, ey. Fucking hell, ey. Orchomp, Crossiver, Simisage, Quillfish, Chansey, Zigzagoon, Mankey, Glare-Meowth und oh mein Gott, no way. Oh mein Gott, no way. Bruh, what? Das ist ein Alter, das ist nicht ein Secret Rare, aber das ist ein Alter, das ist so gut, Mann! Oh mein Gott, ey! Oh, bruh, sicher nicht, Alter! Damn, ey! Holy fucking hell, das, das ist nice! Bruh, das ist nice! Und dann noch zum Schluss haben wir sogar noch das Beste zum Anschauen. Oh Mann, und dann haben wir noch die geile Karte mal. Oh mein Gott, schau das an. Schau die Karte an. Schau, wie schön der Vaporeon da aussieht, alle in dem. Das sieht so, so schön aus, die Karte. Bruh, Mann. Ah, ich bin gerade bl im Bliss, Mann, Alter. Das ist einfach. Oh boy. Der Hype, ey. Mein Herz ist gerade. Jesus Christ, ey. Dann haben wir noch Plus. Ja, Mann. Ah, ich finde die zwei sind so schön, Alter. Ne Vaporeon, Alter, ist so ein gutes Pokémon, Alter. Ich finde es richtig, richtig nice, Alter. Ich weiß nicht, jeder hat es gern, aber ich finde es wirklich nice, Alter. Mit Vaporeon und Flareon, das sind meine zwei, der. Wie heißt der andere? Jolteon. Jesus Christ, ey. Jolteon ist aber auch richtig nice. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich zeige noch kurz den Geschwind noch, aber. Der ist wirklich, ich finde den nice. Und einen kleinen Moment, Boys, weil ich tun noch schon, glaube ich, alles liebe, dann zeige ich euch noch kurz. Ah ja, natürlich. Der Big Boy. Die grosse Karte. Ah, die sieht so geil aus, Alter. Bruh. Hier haben wir noch schön die Karte, die wir gepult haben. Wir haben den Dragapult VMAX, den Secret Rare von ihm gepult. Wo ich nicht wirklich spezifisch beeindruckt war. Ich habe gefunden, komm, für mich, solange es nicht ein Altar ist oder sonst schon etwas Geiles, kann es mir am Arsch vorbeigehen. Aber trotzdem, der Umbreon V ist aber geil. Den bin ich froh, weil den habe ich wirklich noch nicht gehabt. Und der ist richtig, richtig nice. Ich finde, der sieht super aus, Alter. Ich finde ihn richtig nice. Der Sandaconda V ist auch richtig geil, Alter. Ich finde, der sieht super aus. Ich finde einfach alle Altarts, so, wenn sie so speziell aussehen, finde ich super nice, Alter. Und der ist nicht schlecht, der ist super phänomenal. Ich finde, der ist huere gut. Ich glaube, es hat noch einen anderen guten Altart von Celebi. Aber ganz ehrlich, Alter, ich finde beide geil, Alter. Mir ist es egal gewesen, aber der ist super, Alter. Und natürlich der Big Boy Pool, den man kann. Während der Pools war der New VMAX Alt-R, Alter. Bro, der ist viel wert. Das ist die. Ich weiß nicht, wie ich es wieder geschafft habe, aber ich habe wieder die wertvollste Karte aus einem Set gezogen. Und das war in dem der New VMAX gewesen, Alt-R, Alter. Holy shit, ne. Der ist einfach maximal, Alter. Damn, Alter, ich weiß nicht, wie ich es wieder mal geschafft habe, aber das ist super, Alter, Mann. Ich bin froh, dass ich es muss nicht kaufen, Alter. Der ist richtig, richtig nice. Der freut mich ungemein schlimm, Alter. Dann haben wir natürlich noch die Boys. Ja, okay, ich habe sie wahrscheinlich ein bisschen vertüstet, aber bon, bon. Ja, warte schon, Jungs. Ich habe nicht da. So, dann haben wir da. Der Jolteon V, wo finde ich, sieht auch sehr, sehr nice aus, Alter. Wie du schön aufhören, die Stadt im Hintergrund siehst, das ist richtig nice. Dann hast du natürlich Jolteon in VMAX-Form, wo er da über die Stadt ist und schön Donner macht, Alter. Und sieht wieder super geil aus. Dann haben wir den Flareon V, wo ich einfach muah finde, Alter. Einer von den ganz, ganz geilen Karten. Auch super gut, Alter. Mega schön. Phänomenal gut. Dann haben wir den Flareon VMAX, der auch super geil aussieht. Einfach schön. Ich finde zwar den normalen V, muss ich ehrlich gesagt sagen, besser als der VMAX. Aber es ist auch noch geil, muss ich sagen. Und der Vaporeon V, wo ich einfach ultra, ultra schön finde. Ich bin froh, dass ich auf das Set gewartet habe und ich auf mein Glück gehofft habe, dass ich es überkomme.
Und der Glück hat mir zugesagt, heute, wo wir den Film geschaut haben, und sind wir in den Laden gegangen, und das war es dort gewesen. Weil die Karte zum Kaufen auf Japanisch kostet 100 Stutz. Und das Set ist 60 gewesen. Und plus noch, ja, ich meine 60 und dann plus noch der da. Wo ich auch sagen muss, der ist super im Fall. Ich finde wirklich, der Vaporeon VMAX haben sie super gut gemacht. Auch nur alleine, weil wir haben die geile Pokémon da immer. Wir haben Milotic im Hintergrund, wir haben die Frillish im Hintergrund, die sind, ich glaube, die sind aus dem neuesten, Sun and Moon. Und dann haben wir, ist das ein Shiggy? Okay, der Kamera sieht man das leider nicht so gut schon. Ah ja, das ist der, wie heißt der nochmal, so, keine Ahnung, das Pferdli, Mann. Aber ja, nichtsdestotrotz, super geil gsi, hat Spass gemacht zum Aufmachen, einfach nur, weil es halt, die Karten sehen super geil aus. Und ja, ich warte schon, ich zeige euch noch gerade nochmal etwas, Jungs. Nur, einfach nur noch einen kleinen Bonus. Und zwar, das ist der, fuck off, das ist der Dings bisher, wo ich habe. Ich lasse es einfach da liegen, dann können wir es mal schön hinschauen. Wir haben da einen, momentan haben wir einen Pikachu. Wir haben Snivy Tepig, Oshawott, mein Lieblingsstarter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Grookey, Scorbunny und Sobble. Und das sind alle bis jetzt von den Startern. Es hat eigentlich von allen so grosse, aber ich weiß nie, ich komme nie dazu, um die eigentlich zu kaufen. Deswegen ist scheißegal. Dann haben wir einen Pikachu V aus einem Set, wo sehr schwer ist zu bekommen. Gengar Rapidash, wo leicht zu bekommen ist, und was ich ehrlich gesagt schade finde, weil ich finde, die Karte ist super geil, alle. Auch nur für die grossen Karten allein lohnt sich. Dann haben wir Crobat VMAX, Dragapult VMAX. Das ist ein Set, wo du halt auch garantierte Shinies bekommst. Wo halt, ihr wisst ja, es kann ja ab und zu schwer sein. Es ist nicht speziellste Set, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es hat einfach nur Shining Fates drin gehabt. Aber die VMAX-Karten sind super. Die sind auch richtig geil zum Anschauen. Also, die glänzen wirklich fest, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann haben wir die zwei, Shadowrider Calyrex, Ice Rider Calyrex. Die habe ich dann auch noch geholt gehabt. Haben auch Dings gehabt. Ich glaube, da habe ich auch ein paar gute Pulse gehabt, bin mir jetzt nicht so sicher. Dann haben wir Orbital V. Dragonite V, der Orbital habe ich bekommen von meinen fucking Dings, Boxbreak habe ich bestellt gehabt, und dann habe ich das da bekommen von denen. Dragonite V, das ist die Dragonite Box gsi, wo ich bestellt gehabt habe, und die ist auch drin gsi separat. Das ist dann gsi zu der Celebration Seed, da haben wir den Dragapult bekommen, schön nice grosse Karte. Dann haben wir da noch den Charizard V bekommen, wo richtig, richtig nice ist. Und ich glaube, hinterher müssten wir noch, genau, Sylveon, Dark Sylveon V, der Edgy. Und die Karte, der Pikachu V Union, wo einfach mwah, super geil aussieht, wo ich super finde. Ich finde die richtig, richtig geil. Das ist über die 25 Jahre hindurch, wo verschiedene Artisten für Pokémon-Karten gemacht haben. Sogar Screamer Pikachu ist dahin, Alter. Der ist geil. Und jetzt sind wir natürlich bei den neuesten Boys, Alter. Einfach, ich bin froh, dass sie von den Alt-Arts VMAX einfach grosse Karten gemacht haben. Ganz ehrlich, ich wäre auch zufrieden gewesen, hätte sie die kleine gemacht, Alter. Das wäre ja auch super gewesen, aber man kann sich nicht zu viel wünschen. Das war einfach ein super geiler Pool gewesen. Also die Karten sind einfach super geil, ich finde sie gut. Und ganz hinterher alleine ist momentan der Jolteon, will ich halt nicht haben, aber die zwei sind einfach super, alle. Leck mir, ey. Das sind, oder die drei Jolteon sind einfach alle super geil, alle. Sogar der Jolteon finde ich ist ultra schön gemacht, alle. Also Jungs, das war die Geschichte von diesem Jahr gewesen. Mein erstes Jahr Pokémon TCG Karten sammeln. Weil eigentlich hätte ich das sollen, letztes Jahr rausgekommen. Ich zähle das jetzt mal ein, als noch für den 2020 Collection, und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Das hat Spass gemacht zum Sammeln. Es war ein bisschen teuer ab und zu, kannst du halt nicht machen, aber also ich, schucki Seele. Jungs, ich wünsche euch